sind früher quasi mit unseren Jugendlichen immer selbst woanders auf andere Turniere gefahren. Und irgendwann hatten sozusagen wir mal die Idee, hey, lass uns doch auch mal ein Turnier machen. Weil wir meckern halt quasi auch immer über andere Turniere, wenn wir da irgendwo hinfahren. Wir wollten es einfach besser machen. Okay, dass man natürlich in den ersten 3 Jahren nicht alles besser machen kann, ist klar. Deswegen muss man uns auch eine Chance geben. Aber das ist so ein bisschen die Idee oder beziehungsweise der Gedanke dahinter, warum wir jetzt irgendwann mal ein eigenes Turnier gemacht haben. Natürlich auf jeden Fall die ganz, ganz vielen Nationen, die dabei sind. Ich meine, wir waren im ersten Jahr, glaube ich, bei 9 Nationen, also 2013. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, insgesamt 16 oder 17 Nationen eingenommen. Und dieses Jahr sind schon 25. Also Nationen sind uns sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, das macht auch einfach diese Genialität des Sportes aus. Ne? Weil ich meine, alle wollen einfach nur Sport machen und haben halt extrem Bock auf Basketball, wollen natürlich auch irgendwo ein bisschen ihre Ferien verbringen. Und das sozusagen als Zusammenmix ist, glaube ich, genau die richtige Mischung. I think it's a great concept. I love like tournaments where you can see the other teams play and you can learn something from the other teams. Maybe they do something you can take with you to your own game, and just like that's a great atmosphere like in the gyms, and yeah, it's great. Basketball macht mir jetzt einfach viel Spaß, viele Leute begeistern, warum sie in den Basketball reinziehen, und das ist genau, was für mich Basketball bedeutet. Also einfach in die Gemeinschaft reinziehen und einfach Spaß dabei haben. Es ist mehr Familie im Basketball. Also man hat einfach gemeinsam Spaß, man fördert die anderen, man pusht die anderen, und das ist genau das Besondere, was für ein Basketball ist. Und vor allem jeder hat irgendeine Position, wo er was machen kann. Also da ist kein Einzelgänger wie bei anderen Sportarten, aber es sind einfach 5 Spieler, die kompakt zusammenarbeiten können. Ever since I've grown up, it's what I played since I was 4 years old, and basketball has allowed me to get my school paid for in America, meet tons of people, tons of relationships, and now it allows me to travel the world and come here to Germany and get paid to play basketball too. So basketball is everything to me. Great, and I think the basketball in Europe is getting better and better as time goes on, and you can just tell the passion that all these other nations have for this sport. A lot of people just think they all like soccer, but there's a lot of basketball players over here that are really good, and it's really nice to talk to them and kind of integrate with all the different cultures here too, so I had a great time. Are you listening? Damn. Wir haben uns riesig gefreut, über dass es einen Easter Cup gibt, dass die Rollis dieses Jahr mit dabei sind, und wollten wir natürlich nicht fehlen. Also wir wussten schon, dass es eine Menge Spaß gibt, dass es gut organisiert wird, und genauso ist es. Ich finde es aus unserer Sicht mega integrativ, ja, weil die Läufer hier mitspielen, die Rollis, alle zusammen, alle treffen sich irgendwo in der Halle, und also wir haben richtig Spaß, und die Zuschauer, die es noch nie gesehen haben, sehen halt mal Rollstuhlsport, das finden wir richtig gut. Insofern, und Berlin ist eh eine geile Stadt.
ja, genauso ist es. Wir spielen heute nur mit Jungs zusammen, die auch untereinander befreundet sind. Und genauso ist es. Es ist für uns halt wie so ein Osterurlaub, ja. Und, aber mit Sport, und das ist super. Ich denke auch, wir haben natürlich auch einen extremen Vorteil, weil wir die Hauptstadt einfach hinter uns haben. Es ist nun mal Deutschlands geilste Stadt, vielleicht sogar Europas geilste Stadt. Und von der Warte her, denke ich, ist das eigentlich ein ganz gutes Zusammenmix. Yeah. I think, I know there's a certain bond because you know just like how other people work at it, and you have like, just when you see another basketball player, you're like, you feel like you know them. So it's like, there's just, it's a special bond, I think, when you play basketball. Die Berliner Basketball-Community ist quasi auch wie so eine kleine Familie. Du gehst irgendwo in eine Halle rein, und du kennst hundertprozentig irgendwie zwei, drei Gesichter, wenn du, sag ich mal, ein bisschen länger als 10 oder 15 Jahre dabei bist. Ich bin jetzt inzwischen 16 Jahre beim Basketball und kenne wirklich schon den einen oder anderen. Und mir geht es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel immer, sag ich, in ein anderes Bundesland fahre, da ist das genauso. Also du kennst halt deine Pappenheimer, könnte man so sagen. Ne? Du kannst den Leuten immer jederzeit irgendwie die Hände schütteln. Du kannst mit den Leuten einen kleinen Schnack halten. Das ist genau das, was Basketball auch macht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich Sport. Jeder will seinen Spaß haben. Und ich glaube, genau diese Mischung ist genau das, was wir haben wollen. Und das macht eigentlich auch natürlich die Begeisterung für diesen Sport aus. Basketball changed my life? Yeah, certainly. I don't even know what I would do if I didn't play basketball. I use like most of my time and I love it. So yeah, certainly it changed my life. With your own team, it's family, but the other teams, that's a fight. It's a fight. Every game is a fight, I think. As you know, basketball is a worldwide game, and it has changed a lot of lives in terms of, you know, earning a living with it. And with basketball, that's what we live for. That's what we live for. That's what we live by. And it gives us so much joy. I mean, to play this game, to not, you know, run around. You know, like for me, I've never been to Germany before. If not for basketball, I wouldn't be here. So it gives you a lot of, you know, motivation, you know, in life, and also it helps you to have a lot of friends all around the world. Yeah, the spirit of basketball is like a community spirit. Because community spirit help one another, you know, work with one another. And that's what basketball do for us. And, you know, when we have basketball in our hands, like we have our life in our hands. And it really, really give us a lot of motivation about, you know, how we're gonna live our life. Das macht es so besonders, ne? Ein gutes Team miteinander, ein gutes Zusammenspiel, auch gerade außerhalb des Sportes. Dann immer der Wettbewerb in verschiedenen, also wir können, in ganz Deutschland sind wir unterwegs und so. Und jetzt gerade hier, gerade dann Turniere außerhalb der Saison, um ein bisschen fit zu bleiben, andere Leute kennenzulernen, wie wir jetzt hier gerade verschiedene Teams aus verschiedenen Ländern. Immer wieder neue Erfahrungen, die man da sammeln kann. Man muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind ein Kinderturnier. Ne? Von der Warte her, wir tun halt alles für unsere Kids. Nicht nur mit unseren Kids, sondern auch für die Kids. Und ich denke, das ist so oberste Priorität, warum dieses Turnier, sag ich mal, vielleicht in Zukunft auch ganz erfolgreich sein kann. Es ist einfach ein anderes Modell.